Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit für einen Monatsrückblick und deshalb gucken wir uns heute die Bücher an, die ich im Monat Dezember gelesen habe. Ja, der Dezember war ein etwas, naja, nicht unbedingt stressiger Lesemonat, aber schon ein bisschen. Und zwar habe ich die letzten Bücher meiner 20 für 2020 Challenge abgearbeitet, plus noch dann meine 1000 Abonnenten Challenge abgearbeitet. Und dann hatte ich auch noch zwei Leserunden. Und alles in allem war der Dezember deshalb ein sehr Fantasy-lastiger Monat. Ich hatte ja nicht wirklich dann eine Wahl, also natürlich hätte ich sie natürlich schon gehabt, aber ich wollte natürlich auch meine Challenges bestehen, hatte ich halt nicht so die Wahl, was für Bücher ich lese. Und deshalb sind alle Bücher, die ich im Dezember gelesen habe, Fantasy-Bücher. Was echt interessant ist, muss ich sagen. Also was ich wirklich sehr, sehr interessant finde. Und ja, naja, so viel dann dazu. Fangen wir jetzt aber einfach mal an. Das erste Buch, das ich im Dezember gelesen habe, ist Im Sturm der Echos, die Spiegelreisende Band Nummer 4. Der letzte Band der Spiegelreisenden-Reihe von Christelle Dabo. Der Abschluss dieser wirklich grandios tollen Fantasy-Reihe, die ich wirklich sehr, sehr liebe und allein auch wegen der unfassbar schönen Covergestaltung einfach ein absolutes Highlight bei mir im Regal ist. Und der vierte Band steht dem im Nichts nach. Meiner Meinung nach kommen die Bände 2 bis 4 nicht an den ersten Band ran, was aber auch einfach daran liegen könnte, dass im ersten Band halt noch alles Neues und Neues ist ja irgendwie immer spannender. Aber so untereinander tun sich die Bände nicht sonderlich viel. Die sind alle ähnlich gut, also ich könnte jetzt keine klare Abspaltung treffen, welche Bände da irgendwie besser sind oder schlechter. Band 3 ist sehr gut, Band 2 ist sehr gut und Band 4 ist auch sehr gut. Und ich finde, es ist ein würdiges Finale für diese Reihe, wirklich mit einigen Auflösungen, mit einigen Wendungen und mit Sachen, mit denen man wirklich, also mit denen ich wirklich überhaupt nicht gerechnet habe. Also wirklich sehr, sehr interessant. Ein, zwei Auflösungen oder ein, zwei Wendungen fand ich dann auch nur so mittelmäßig. Das fand ich dann so, okay, so ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber es waren jetzt nicht so die größten Sachen, wo ich sagen würde, das ist ein bisschen komisch. Also alles in allem ein wirklich grandios gutes Finale für diese ja doch sehr, sehr, sehr tolle Reihe, die ich wirklich sehr geliebt habe. Und ich finde es wirklich schade, dass die Reihe jetzt vorbei ist für mich. Aber ja, wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann nochmal ein Spin-off von Christelle Dabo zu dieser Reihe. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Die Welt, in der diese Reihe spielt, bietet auf jeden Fall diverse Möglichkeiten, um diese Geschichte irgendwie in irgendeiner Form fortzuführen. Neben der Tatsache, dass der Dezember rein Fantasy-lastig war, ist mir gerade aufgefallen, dass ich im Dezember auch nur Reihen gelesen habe. Insgesamt sind es 5 Bücher, davon sind 2 letzte Bände und 3 erste Bände. Ja, auch sehr interessant, wenn man das mal so bedenkt. Das nächste Buch, das ich euch jetzt hier zeige, ist Die Seiten der Welt von Kai Meier. Das habe ich in einer Leserunde mit dem lieben Simon gelesen und es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Dieses Buch hat sich wunderbar für eine Leserunde geeignet. Es war wirklich sehr, sehr gut. Man konnte sehr viel miträtseln und es hat wirklich super viel Spaß gemacht. Es geht in dieser Reihe um Fulvia und Fulvia lebt zusammen mit ihrem Vater und ihrem Bruder ja in einer alten Villa auf einem englischen Land irgendwo. Und ja, in dem Keller der Villa existiert eine unendliche Bibliothek. Und ja, Furia macht sich so an Fulvia oder Furia? Furia, nicht Fulvia. Wo gibt's denn eine Fulvia? In irgendeinem Buch gibt's eine Fulvia. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall macht sich Furia dann halt eben daran, die Geheimnisse dieser Bibliothek zu ergründen und ihr Seelenbuch zu finden. Und ja, dringt immer tiefer vor in die Welt der Bibliomantik. Es gibt nämlich neben der unseren Welt halt quasi auch noch diese Welt der Bibliomantik, eine Bücherwelt, die dazu auch noch existiert und die irgendwie miteinander verwoben sind. Und Furia gerät halt eben rein in Geschehnisse, in Konflikte, die halt zwischen diesen Welten irgendwie existieren. Ja, am Anfang dachte ich bei dem Buch, dass es sich in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt, eine sehr vorhersehbare, meiner Meinung nach, Richtung, die ich irgendwie vermutet hatte, wo ich dann so ein bisschen so war, okay, ja. Aber das Buch hat mich wirklich doch an einigen Stellen wahnsinnig überrascht und diese Richtung, die ich vermutet hatte, ist auch nicht eingetroffen. Also es ging in eine andere Richtung, die wirklich aber auch sehr schlüssig und sehr gut war.
alles in allem war es wirklich ein sehr, sehr gutes Buch. Es hat hier und da so ein, zwei Mängel und so zwei, drei Sachen fand ich ein bisschen unschlüssig. Aber es hat unfassbar viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Und ich bin sehr gespannt auf die Folgebände der Die Seiten der Welt-Reihe. Im Vorfeld hatte ich mehrfach in den Kommentaren gelesen, dass einige mit dem Schreibstil des Autors nicht so wirklich klar kamen. Das war für mich kein Problem. Ich kam sehr gut damit irgendwie klar. Und ich bin wirklich da echt gut durchgeflogen. Also das ist vielleicht einfach dann Ansichtssache. Ich fand es richtig gut und es hat echt viel Spaß gemacht. Und diese doch 500 Seiten, die dieses Buch hat, sind wirklich in einem Flug vergangen. Das nächste Buch, das ich beendet habe, ist auch Teil einer Leserunde gewesen. Wieder ein erster Band, wieder ein Fantasy-Buch. Die Rede ist von Das Lied der Krähen von Leigh Bardugo. Ja, ich habe hier mir nichts markiert. Das sind einfach die Leserundenabschnitte, die wir gelesen haben. Das habe ich zusammen mit der lieben Steffi gelesen. Und ja, also wir hatten im Sommer die ersten drei Bände der, also was heißt die ersten drei? Die drei Bände der Grischer-Trilogie gelesen, die ja nun mal die Vorgeschichte zu Das Lied der Krähen und Das Gold der Krähen, der zweite Band eben der Krähen-Duologie, ist. So, Das Lied der Krähen ist ja nun mal Leigh Bardugos, glaube ich, erfolgreichstes Buch bis heute, obwohl die Grischer-Bücher ja älter sind. Deshalb haben wir natürlich auch die erste Grischer-Bücher gelesen. Und ich finde, das war auch echt gut. Gerade einige Anspielungen in diesem Buch, die halt gemacht wurden, konnte man nur wirklich verstehen, wenn man die Grischer-Trilogie vorher gelesen hat. Alles in allem fand ich es auch war leichter, weil halt doch nicht so super viel zu der Welt erklärt wird. Um die Welt besser kennenzulernen, eignet sich die Grischer-Trilogie auf jeden Fall besser. Es ist aber möglich, dieses Buch auf jeden Fall zu lesen, ohne dass man die Grischer-Trilogie kennt. Das haben ja auch diverse Leute gemacht und es ist ja auch immer gut gegangen. Es werden halt ein paar Anspielungen gemacht auf Handlungen aus der Grischer-Trilogie, die man dann halt einfach nicht versteht. Und das ist auch in Ordnung, man muss das nicht machen. Es sind keine wirklich kritischen Elemente aus der Grischer-Trilogie hier irgendwie vertreten, die ja in Das Lied der Krähen wichtig sind. Also das kann man durchaus auch abgegrenzt davon lesen. Es geht in Das Lied der Krähen um eine Crew von jungen Leuten, die sich ja auf Geheiß der Gilde der Stadt aufmachen, einen Gefangenen aus einem Hochsicherheitsgefängnis eines anderen Landes zu befreien. Das sind alles so ein paar Halunken und irgendwie so durchtriebene Gestalten, die sich da halt eben auf den Weg machen, und diese ungleiche Clique macht sich dann halt eben auf den Weg zu diesem Hochsicherheitsgefängnis. Das Ganze spielt halt eben in einer Fantasy-Welt und es ist auch sehr fantastisch, es gibt auch Magie und so weiter und so fort, aber es ist nicht so die typische mittelalterliche Fantasy-Welt, sondern etwas weiterentwickelt, so vielleicht so 17., 18., 19. Jahrhundert. Ich bin da jetzt nicht so geschichtsfest, als dass ich es jetzt irgendwie genau datieren könnte. Und man merkt auch, dass es aktuell in diesem Band sehr europäisch geprägt ist. So der größte Teil der Handlung spielt, finde ich, in einem ja doch an sehr an Amsterdam ähnelnden Stadt und zusätzlich dann halt eben noch dieses fremde Land, was sehr an nordische Länder erinnert. Das mit Amsterdam habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, sondern es steht auch im Nachwort drin, dass das halt an Amsterdam angelehnt ist. Und ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. Generell muss ich aber sagen, dass meine Erwartungen an dieses Buch einfach viel zu hoch waren. Es ist von so vielen Leuten hier auch auf BookTube einfach so gehypt worden und ja zu einem der besten Jugend-Fantasy-Bücher des Jahrzehnts erklärt worden gefühlt. Und alle haben dieses Buch geliebt. Und das ist so, glaube ich, der Punkt, warum mir so ein bisschen was gefehlt hat. Ich habe zu viel erwartet. Das Buch ist grandios gut und ich bin wirklich da durchgeflogen und ich konnte es, wenn ich es einmal in der Hand hatte, auch nicht zur Seite legen. Das keine Frage, aber es ist nicht an meine Erwartungen herangekommen. Was einfach, glaube ich, daran liegt, dass meine Erwartungen viel zu überzogen waren. Deshalb jetzt hier die Warnung, falls ihr genauso wie ich die Erwartung habt, dieses Buch ist der grandios beste Fantasy-Roman aller Zeiten. Nein, also ist er meiner Meinung nach nicht. Es gibt einige Punkte in diesem Buch, die mir nicht so sonderlich, ja, nicht so sonderlich gut gefallen haben, ist vielleicht das falsche Wort, aber die mich so ein bisschen gestört haben. Viele der Charaktere sind mir relativ egal bis unsympathisch gewesen. Es gibt so ein paar Sachen, also ein paar Leute, die ich dann doch mag und die ich dann auch über den Laufe der Zeit ins Herz gewinnen konnte. Aber ja, so manche waren mir dann halt auch relativ egal. Die Handlung an sich ist sehr fokussiert auf einen Punkt ausgerichtet, hat aber an manchen Stellen, finde ich, ein, zwei Logikfehler und Sachen, die man auch wirklich nicht überlesen kann, die einfach meiner Meinung nach sehr, sehr komisch sind.
Ich weiß nicht, ob es teilweise auch an der Übersetzung liegt. Zwei, drei Sachen sind, finde ich, komisch formuliert. Und es ist auch, gerade wenn man die Grisha-Trilogie vorher gelesen hat, teilweise in der Übersetzung ein Bruch zur Grisha-Trilogie. Wir haben auch nachgeguckt, es sind von unterschiedlichen ÜbersetzerInnen übersetzt worden. Und das merkt man an manchen Stellen. Was mich dann am meisten gestört hat, ist das Ende. Ich finde, das Ende ist sehr, sehr unbefriedigend. Und ich werde jetzt natürlich nicht das Ende hier verraten. Ich will euch ja auch nicht spoilern, um Gottes Willen. Aber das Ende ist meiner Meinung nach nicht gelungen. Es ist meiner Meinung nach kein gelungenes Ende, das mich unbefriedigt zurückgelassen hat und nicht so auf dem Level von wegen, ich will jetzt direkt den zweiten Band lesen, sondern es ist meiner Meinung nach einfach so für sich kein richtig gutes, gelungenes Ende. Ich finde, das Buch ist ein Einzelband in einer Reihe, ja, das weiß ich, aber meiner Meinung nach müssten auch Einzelbände irgendwo für sich abgeschlossen sein. Also entweder enden sie mit mitten in der Handlung, mit einem richtig krassen Cliffhanger, oder sie beenden halt irgendwie Teile der Handlung. Oder so ein Mittelding, aber so gar nichts von beidem finde ich es irgendwie komisch. Es ist sehr schwierig darüber zu reden, ohne jetzt hier super viel zu spoilern. Deshalb lasse ich es jetzt hier einfach mal an der Stelle so. Keine Ahnung. Meine Erwartungen an den zweiten Band sind auf jeden Fall deutlich gesunken. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht mehr so super viel Lust auf den zweiten Band. Ich werde ihn jetzt aber natürlich im Februar in der Leserunde, habe ich ja auch schon angekündigt, lesen. Aber ja, schade. Es ist trotzdem ein grandios gutes Buch. Es ist immer noch ein überdurchschnittlich gutes Buch, aber es ist nicht an meine Erwartungen herangekommen. So, und jetzt habe ich, glaube ich, auch genug zu Das Lied der Krähen gesagt. Ich habe euch vorhin angelogen. Ich habe gesagt, ich habe 2 Reihen Abschlüsse und 3 Reihen Anfänge gelesen. Das ist falsch, denn Tintenblut von Cornelia Funke ist ja kein Reihenstart, sondern der zweite Band einer Trilogie bzw. einer Reihe, denn jetzt im Laufe des Jahres erscheint der 4. Band der Tintenweltreihe. Interessant, Cornelia Funke hat anscheinend keine neuen Ideen mehr und deshalb schreibt sie jetzt die Folgebände zu Reckless und der Tintenwelt nach x Jahren. Nein, keine Ahnung, ich weiß es natürlich nicht. Es geht ja vielleicht auch um Geld oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat sie auch einfach eine zündende, neue, tolle Idee zu der Tintenwelt und schreibt deshalb weiter. Ich will ja jetzt hier gar nichts unterstellen. Tintenblut habe ich im Dezember gelesen und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Wirklich richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach ist dieses Buch sogar besser als der erste Band. Ich hatte super viel Spaß mit diesem Buch und ich bin sehr schnell in die Geschichte reingekommen. Die Geschichte geht in eine andere Richtung als der erste Band. Es ist eine andere Handlung. Es ist auch, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es geht auf jeden Fall in eine andere Richtung. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin sehr gespannt auf den dritten Band, wobei ich glaube, dass der nicht so in die Richtung geht, in die ich es mir vorstelle, gerade wie was das Ende so andeutet vom zweiten Band, sind so Sachen, die ich mir denke so, darauf habe ich jetzt nicht so Lust. Aber gut, das weiß ich natürlich nicht. In der Tintenweltreihe geht es um Maggie, ihren Vater Mo und ihre Freunde und bla und einige andere Personen, die man im Laufe der Reihe so kennenlernt und halt eben die Tintenwelt, also die Welt der Bücher und oder die Welt in einem Buch und Büchermagie und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist vielen ein Begriff. Wie gesagt, Tintenblut hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich musste das im Rahmen meiner 1000 Abonnenten-Challenge lesen und hatte eigentlich nicht so wirklich Lust, gerade weil Tintenherz noch nicht so lange her war und es mich halt nur so, ja, mittelmäßig, sagen wir mal, überzeugen konnte, immer noch, obwohl es ein sehr gutes Buch ist. Und deshalb hat mich Tintenblut einfach unfassbar überrascht. Vielleicht liegt es daran, dass ich halt komplett ohne Erwartungen an dieses Buch gegangen bin. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich, als ich Tintenherz gelesen habe, den ersten Teil des Buches schon kannte, weil ich vor 10 Jahren oder so mal das Buch ein bisschen gelesen hatte. Vielleicht ist es eine Mischung aus allem oder vielleicht ist Tintenblut auch einfach nur das bessere Buch. Ich weiß es nicht. Tintenblut war ein grandios gutes Buch und es hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Und dann habe ich kurz vor knapp noch ein Buch beendet und damit auch meine 20 für 2020 Challenge geschafft. Wenn ihr übrigens wollt, dass ich nochmal ein extra Video zu meiner 20 für 2020 Challenge mache, das nochmal ganz zu zusammenfasst und euch da nochmal das letzte Update zu geben, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann mache ich da auch nochmal ein extra Video zu. Auf jeden Fall habe ich mit diesem Buch meine 20 für 2020 Challenge geschafft. Ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet, denn ich hatte nicht mehr so unfassbar viel Zeit vor Jahresende. Ich glaube, es waren nur noch so 5 Tage oder so, bis das Jahr vorbei ist und dieses Buch stand halt eben noch drauf. The Edge Chronicles, Book 3 of the Kate Saga, The Descenders.
der letzte und finale Band der Klippenland-Chroniken. Ich habe in meinem Jahreshighlights-Video schon sehr viel über dieses Buch geredet, deshalb halte ich mich jetzt hier ein bisschen zurück. Ich hatte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass ich es noch vor Ende des Jahres 2020 beende, weil das Buch auf Englisch ist und ich kann gut Englisch lesen, das ist nicht die Frage, aber ich brauche auf jeden Fall länger. Ich brauche länger und gerade in einem Fantasy-Roman, wo viele Wortneuschöpfungen vorkommen und auch viele, ja, detaillierte, spezifische Wörter, die man vielleicht so aus dem alltäglichen Gebrauch der englischen Sprache jetzt nicht so unbedingt kennt, ist das dann doch schon noch ein anderer Anspruch und eine andere Hürde, die man dann nehmen muss. Die Klippenland-Chroniken haben quasi so ihren eigenen Fachjargon, ihre eigenen Fachbegriffe und die muss man dann halt auch einfach erstmal drauf haben und das dann noch auf Englisch, wo ich halt die ersten drei Trilogien plus den Extraband alle auf Deutsch gelesen habe, ist dann trotzdem immer ein bisschen schwierig. Zum Glück heißen die Personen alle gleich, das ist ja hier schon mal ganz angenehm. Gerade weil es hier natürlich im letzten Band der Reihe diverse, ja, Easter Eggs, sag ich jetzt mal, gibt, bezogen auf Personen aus den vorherigen Bänden. Wir sprechen hier ja immerhin von einer Trilogie, die 500 Jahre nach der ersten Trilogie spielt. Also da ist ja doch einiges an Zeit vergangen. Ja, und wie gesagt, ich werde jetzt hier meine Meinung zu diesem Buch nicht sonderlich mehr ausführen. Guckt euch dafür gerne mein Jahreshighlights-Video an. So viel sei gesagt, es hat es in die Top 3 meiner Jahreshighlights geschafft. Und ich habe dann schweren Herzens am 30. Dezember 2020 für mich die Klippenland-Chroniken beendet. Und das war ziemlich krass und sehr emotional und ein guter Jahresabschluss meiner Meinung nach, der sehr viel dann so quasi beendet hat. Die 20 für 2020 Challenge, meine ganzen Leselisten und halt eben auch diese Reihe, die mich seit über 10 Jahren begleitet. Und das ist doch der Wahnsinn. Und das war's. Das sind alle Bücher, die ich im Dezember 2020 gelesen habe. Ich halte sie euch hier nochmal so hoch. Wie gesagt, ein ganz krasses Muster und deshalb, ja, bin ich mal gespannt, wie es sich jetzt so weiterzieht. Aktuell ist mein Monat Januar relativ ausgewogen, aber darüber erzähle ich euch dann natürlich mehr in meinem Monatsrückblick zum Januar, der dann irgendwann Anfang Februar online geht. Das war's dann jetzt aber wirklich für heute. Wir gucken in den nächsten Tagen noch mehr zurück auf das Lesejahr 2020. Ich habe euch ja versprochen, dass ich noch einige Videos in der Pipeline habe, die so jahresrückblickmäßig irgendwie bezogen sind. Da könnt ihr euch auf jeden Fall auch schon drauf freuen. Um das nicht zu verpassen, solltet ihr natürlich diesen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem anderen Video von mir mal wiedersehen. Und ich sage bis dahin.